Dieses Video ist eine Fortsetzung von mehreren Videos, die ich zum Thema Fährtengegenstand verweisen gemacht habe. Ich blende hier mal zwei ein. Alle Videos zum Thema Fährte findest du übrigens in der Playlist Fährte, also von Welpenzeit an, wie ich das aufgebaut habe. Und nächste Woche zeige ich dir mal, wie Willi mit 9 Monaten aktuell auf der Fährte agiert. Ich finde, das kann sich schon sehen lassen. Wenn du kein Video von uns mehr verpassen möchtest, wäre es gut, wenn du den Kanal abonnierst. Dann bekommst du nämlich eine Benachrichtigung. Ich freue mich und los geht's mit dem Thema dieser Woche. So, los geht's. Während Willi noch nach Eichhörnchen sucht und hinten am Zaun ein bisschen rumpöbelt mit den Nachbarhunden, leg ich 2 Fährtengegenstände ins Gras, darunter ein leckeres Stückchen Hähnchenfleisch. Und wenn der Willi gleich kommt, sollte er sich im Idealfall davor hinlegen und den Gegenstand anschauen. Den Gegenstand anschauen, weil wenn er ihn anschaut, nicht drauf liegen kann oder ihn eigentlich auch nicht berühren kann, was er ja nicht soll bei der Fährte. Wir schauen mal. So, man hat das gerade gesehen. Also wenn der Willi den Gegenstand anschaut, kommt die Bestätigung ja. Und ich nehme das Fährtenstäbchen weg und er darf danach erst das darunterliegende Hähnchenstück nehmen. Das gleiche nochmal. Das macht er sehr schön. Er schaut den Gegenstand an. Und jetzt kommt die Bestätigung, er darf ihn nehmen. Das war's super. Schon. So, jetzt habe ich es im Wohnzimmer gemacht. Jetzt habe ich es auch mal im Garten gemacht. Und der nächste super. Schritt ist dann, das Ganze auf der Fährte zu machen. Danke für deine Aufmerksamkeit.